Moin Moin und seid ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's, euer Di, und in diesem Video oder dieses Video behandelt mal wieder ein paar Tipps und Tricks für die Beginner, für die Midlaner, sage ich jetzt einfach mal, für die Midgame und für die Profis. Und wir fangen direkt mal an, denn das hängt auch mit einer Frage zusammen. Ich habe da vor kurzem ein Video hochgeladen mit ein paar interessanten Fragen, die relativ häufig gestellt werden. Eine davon wird in diesem Video vorkommen, beziehungsweise damit starten wir, und zwar: Wie kann man die App runterladen, beziehungsweise am Computer? Ganz einfach, geht auf die Facebook-Seite, dort findet ihr Links. Es gibt also sowohl zu dem auf die Facebook-Seite Pokéland Legend Challengers, dort findet ihr den Link zur englischen Version, als auch Super Trainer beziehungsweise Trainer Go, dort findet ihr den Link die deutsche Version. Und für den Computer kann man es über BlueStacks runterladen, doch ihr müsst euch da leider in die Community wenden. Ich zock's auf dem Pad und übertrage lediglich den Bildschirm am Computer. Deswegen kann ich euch da nichts Genaueres dazu sagen. Naja, das ist schon mal der erste Schritt, ganz einfach runterladen. Dann natürlich Serverauswahl. Schaut am besten, dass ihr auf einen Server kommt, der relativ neu ist. Also je höher die Zahl, desto besser. Also 99 ist besser als 1 in dem Fall, denn das bedeutet, den Server gibt es noch nicht so lange. Die Leute sind noch nicht so krass bei der Sache, sind noch nicht so stark, und damit habt ihr natürlich auch noch die besten Chancen, irgendwas zu reißen. Dann, wenn ihr auf dem Server seid, werdet ihr natürlich erstmal dieses ganze Tutorial-Dings durchmachen, den ganzen Schwan da, werdet auch ein paar Pokémon bekommen, doch da fängt schon an, die prächtige Pokémon-Auswahl. Ich habe schon diverse Videos über Pokémon hochgeladen, also Pokémon im Early, die man verwenden kann. Doch meiner Meinung nach sollte man sich wirklich, sag jetzt, man kann sich schon so ein Glurak trainieren und so weiter, und auf jeden Fall bringt einen das durchs Early. Doch die Pokémon, die ihr am Anfang bekommt, sind natürlich nicht fürs Midgame oder fürs Late Game geeignet oder eher weniger dafür geeignet. Deswegen, bezogen auf die Pokémon-Auswahl, überlegt euch schon mal, was ihr im Late Game zocken wollt. Welche Pokémon kann man dort verwenden, auf welche lohnt es sich zu sparen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich, ich sag mal so, das ist natürlich meta-abhängig. Ihr könnt ja zum Beispiel Swords of Justice nehmen, ihr könnt direkt auf den Hooper sparen oder auf die Necrozmas. In der deutschen Version leider nicht auf die Necrozmas, doch das Ganze wird kommen. Deswegen, diese Tipps und Tricks könnt ihr sowohl auf die deutsche als auch auf die englische Version übertragen, der lediglich Update-abhängig. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr habt dann eure Pokémon, die ihr haben wollt, oder ihr habt euch schon überlegt, auf was ihr gehen wollt. Dann geht es jetzt zum Training. Wie gesagt, die Early-Pokémon, sowas wie Glurak, sowas wie Bisasam, könntet ihr theoretisch trainieren, das ist gar kein Problem. Doch hier solltet ihr natürlich überlegen, wie viel müsst ihr wirklich trainieren, denn ich sag mal so, ihr werdet am Ende natürlich in erster Linie legendäre Pokémon haben oder diese Ultra-Bestien und so weiter und so fort. Also krassere Pokémon. Und für die wollt ihr natürlich auch noch Ressourcen haben. Deswegen lohnt es sich, im Early nicht ganz so viele Ressourcen für das Pokémon-Training auszugeben, sondern nur das, was wirklich notwendig ist. Trainiert auch nicht zu viel, sondern schaut, dass ihr maximal eure neuen Pokémon trainiert. Denn das spart euch auf jeden Fall Ressourcen, spart euch Zeit, und ihr könnt euch dann im Late Game besser austoben. Wenn man jetzt mal das Training so ein bisschen genauer betrachtet, gibt es einen entscheidenden Punkt, und zwar die Accessoires bzw. Level und Friendship. Was haben diese drei gemeinsam? Ganz einfach: Die Level dieser drei oder dieser zwei Abteilungen hängen von eurem Maximallevel ab. Was bedeutet diese Zahl hier oben? In dem Fall 96 bei mir. Was bedeutet, ihr solltet schauen, dass ihr relativ zügig vorankommt und relativ gut rusht. Wie kann man das am besten? Ganz einfach: Ihr macht hier rechts die Missionen, die seht ihr hier. Hier am besten alle einmal durchmachen, da bekommt ihr relativ gut viele Erfahrungspunkte. Und die zweite Möglichkeit, wie ihr Erfahrungspunkte bekommt, ist durch Vitalitätskonsum bzw. Energiekonsum. Wenn ich jetzt hier diese 305, die ich habe, ausgebe, bekomme ich auch hier zu meinem maximalen Level 305 Erfahrungspunkte hinzu. Was bedeutet, das wird 1 zu 1 übernommen. Und deswegen sollte man hier natürlich schauen, dass man alles, was man kann, nutzt. Auch hier Pikachu, das, was ihr zum Beispiel Mittag und so weiter, bekommt ihr da 120 Vitalität bzw. Energie. Das solltet ihr natürlich im besten Fall auch mitnehmen. Dreimal am Tag könnt ihr das Ganze machen. Das sind vorgeschriebene Zeiten. Einfach nachschauen. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Uhr aktiviert, einfach auf eure Energie bzw. Vitalität draufklicken. Dann seht ihr Current Time. Und dann ist das Ganze schon einfach. In der deutschen Version ist es natürlich allgemein einfacher, denn da wird die Zeit 1 zu 1 übernommen. So bedeutet, bei mir ist jetzt zum Beispiel 12:58 Uhr, also ist in der deutschen Version in-game auch 12:58 Uhr. Wahrscheinlich plus minus 1-2 Minuten, denn ja, meine Uhren sind leider nicht alle perfekt eingestellt. Aber ja, man kann natürlich jetzt auch hergehen, hier oben draufklicken und sagen, ich nutze Dias. Doch hier kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und das sind nämlich die Dias. Wie setzt man die Dias ein? Wann sollte man sie einsetzen? Was lohnt sich und was nicht? Hier zum Beispiel einmal auf 50 herzunehmen, damit ihr einfach schneller leveln könnt, das ist, denke ich mal, in Ordnung. Das kann man machen, doch es wird immer teurer. Was bedeutet, zweimal für 50, dann für 100, irgendwann 200, 500 und so weiter und so fort.
Und ihr bekommt leider auch nicht unbegrenzt Leaders in diesem Game. Viele recharden, ich habe das Ganze auch getan. Bis VIP 4 würde ich sagen, kann es sich auf jeden Fall lohnen. Das kann man auch guten Gewissens tun. 20 Euro, man kann diesen Wachstumsfonds nutzen. Da bekommt man relativ viele Leaders. Das bleibt natürlich eben selbst überlassen. Wer zum Beispiel Free-to-Play das Ganze zockt, der will natürlich jetzt nicht seine Leaders unnötig verschwenden. Deswegen hier meine Empfehlung, gibt das aus. Also könnt, wie gesagt, so viel ausgeben, auch hier, damit ihr relativ schnell auf 95 kommt, beziehungsweise in der englischen Version inzwischen auf 100. Doch schaut, dass ihr nicht ins Minus kommt, dass ihr genug Dias habt, also damit ihr jeden Tag immer noch ein paar Dias anspart, oder der eine oder andere wird sich sagen, okay, ich gebe gar nichts aus, ich spare mir die Dias. Und das ist natürlich dann auch super, denn da kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar ein Pokémon, auf das ihr auf jeden Fall gehen solltet, oder was sich sehr wahrscheinlich lohnen wird, das ist Celebi. Denn auch wenn es teuer ist am Anfang, da ihr entweder auf die richtigen 10er Spins warten müsst, sprich die Events, in denen ihr Shards, also Celebi Shards bekommt durch 10er Spins, als auch die ganzen anderen Shards, die ihr braucht, also universelle Shards, die ihr nutzen könnt, das ist alles relativ teuer. Doch auf der anderen Seite lohnt sich Celebi, denn Celebi ist ein essentielles Pokémon im Monster Reel oder auch im World Boss, denn die Guardian Spirits, die Celebi schafft, oder allgemein Guardian Spirits, können die Ultis der Gegner abfangen. Und die meisten von euch, die jetzt anfangen oder die noch nicht so lange dabei sind, werden es nicht mehr wissen. Früher konnte man den Kampf im Monster Reel komplett anschauen und die Ultis der Gegner, also ganz egal, ob es jetzt die Kyurem sind, die Visafloors und so weiter und so fort, selbst die Lucarios, die one-shotten dich. Und zwar nicht nur ein Pokémon, sondern alle deine drei. So sind sie konzipiert. Und das Einzige, was dagegen halten kann, ist zum, oder es gibt zwei Dinge. Einmal zum Beispiel sowas wie die Ho Passive. Oder auch, obwohl das müsste ich nochmal genauer testen, aber theoretisch müsste die Ho Passive, beziehungsweise Safeguard, müsste den ganzen Stand halten. Doch das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ihr, das hält nur für eine Runde. Die Guardian Spirits hingegen halten für 3-4 Runden. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Doch ganz egal, wie lange es hält. Sie fangen die Ulti der Gegner ab, was bedeutet, ihr werdet nicht gewonshottet, ihr könnt länger im Kampf bleiben und das Ganze könnte sich vielleicht sogar wiederholen. Klar, der Speedwert der Gegner variiert, damit man da eben ja nicht komplett alle 100 Wellen auf Stufe 12 schon schaffen kann, sollte man dort ein Celebi bekommen. Aber ja, deswegen Celebi sehr, sehr wichtig. Hier empfiehlt es sich auch relativ zügig und relativ früh auch schon mit 10er Spins anzufangen. Selbst wenn das Event noch nicht, also selbst wenn das Event noch nicht da ist für die Celebi Shards, lohnt es sich hier vielleicht ein paar zu machen, denn am Anfang haben Celebi, Thundorus und Grodon eine erhöhte Drop Chance. Bedeutet, wenn ihr hier einfach auf Capture geht, hier rechts auf Advanced Capture und hier 10 Spins macht für 2488 und ihr seid doch relativ am Anfang in eurer ersten Woche, dann haben die auf jeden Fall eine erhöhte Drop Chance. Wie lange das Ganze geht, kann ich nicht genau sagen, ich habe es jetzt nicht getestet. Doch ich habe in der deutschen Version in der ersten Woche hier meine 10er Spins gemacht und habe ein Celebi bekommen, sowie ein Thundorus. Grodon habe ich leider nicht bekommen, da gehen mir dann die Dias aus. Also ihr seht schon, das ist ja so ein bisschen schwieriger, aber es gibt ja einfach nur ein paar kleine Tricks, die man beherzigen sollte und auf die man sich konzentrieren sollte, um ja relativ zügig voranzukommen. Damit sollte für jeden der Start etwas einfacher werden. Im nächsten Video, also im zweiten Teil, im Anschlussteil, werde ich dann ein bisschen in die Materie gehen, ein bisschen, ich sag mal so, ein bisschen genauer beschreiben, wie man zum Beispiel Pokémon trainieren sollte oder was sich lohnen würde, was für Modi man auf jeden Fall mitnehmen sollte, welche man ein bisschen vernachlässigen könnte, oder ob man vielleicht sogar jeden Modus mitnehmen sollte oder vielleicht doch einfach keinen und sich denkt, jo, nope, ich recharge einfach fertig. Dazu komme ich aber in dem Anschlussvideo. Ich hoffe, euch hat dieses Video weitergeholfen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner späteren Videos wieder. Dann noch einen schönen Tag und bis dann.